Die Fraktion derjenigen, die glaubt, dass Aktien nur steigen können, hat gestern wieder ein bisschen Auftrieb bekommen durch diese Ukraine-Erleichterungsrallye. Aber faktisch erleben wir derzeit, wie die Aktien von den Starken in die schwachen Hände wechseln. Und die schwachen Hände, die kaufen und wollen kaufen, weil sie sich sagen, buy the dip hat doch immer funktioniert. Und ja, die hatten recht im Corona-Crash, da haben sie gekauft und gekauft und gekauft. Und in der Tat, die Aktien sind gestiegen. Und was damals funktioniert hat, das wird auch in der Zukunft funktionieren. So die leider nicht ganz die richtige Logik, denn es gibt einen entscheidenden Unterschied. Damals war die Fed genau auf ihrer Seite mit ihren massiven Einspritzungen von Liquidität. Das heißt, die Fed hat praktisch das Sicherheitsnetz unter diese Privatinvestoren gespannt. Jetzt ist die Fed auf der Gegenseite, denn sie muss die massive Inflation bekämpfen und die Finanzkonditionen straffen. Und das ist genau das, was jetzt diese Anleger, diese Privatinvestoren wahrscheinlich nicht so auf dem Zeiger haben und warum es jetzt eben die Profis gerne sehen, wenn sie die Aktien, die sie noch im Portfolio haben, an die schwachen Hände verkaufen. Eins nach dem anderen. Schauen wir uns den gestrigen Handelstag mal an. Wir sehen vor allem Tech, Nasdaq 2,5% im Plus, auch die Small Caps sehr stark. Und wir sehen Technologie, stärkster Sektor und schwächster Sektor Energie. Das ist so ziemlich genau das Gegenteil, was derzeit der Trend ist. Wir haben ja seit Jahresbeginn eine massive Rallye gesehen hier im Energiebereich. Wir sehen hier 21,9% der Energiesektor im S&P 500 noch im Plus, auch seit Monatsbeginn noch im Plus, während Information Technology jetzt nur noch in Anführungszeichen minus 1,9% in diesem Monat und minus 8,7% seit Jahresbeginn handelt. Wir können also sagen, das, was gestern passiert ist, ist gegen das übergeordnete Muster passiert. Eine Art Counter-Rally der Sektoren, die sehr schwach waren, und die Sektoren, die sehr stark waren, die haben gestern verloren. Ist das jetzt ein neues Muster? I don't believe so. Schauen wir uns mal die anderen Dinge an. Hier sehen wir zunächst mal den Tagesverlauf. Wir sehen bei den verschiedenen US-Indizes, Putin sagt, wir werden die Truppen zurückziehen. Bums, ging nach oben, dann kam PPI, also die US-Erzeugerpreise, wieder mal viel heißer als erwartet. Bisschen nach unten, dann hat man sich aber wieder gefangen. Und dann kam Biden mit einer Aussage, die ich Ihnen gleich zeigen werde. Das hat dann nochmal für ein bisschen schlechte Laune gesorgt, bevor dann zum Handelsende es wieder nach oben ging. Und was wir gestern gesehen haben, war einer der größten Short Squeezes der letzten Monate und Jahre. Die Most Shorted Stocks sind um 5% gestiegen durchschnittlich, also das ist praktisch eben Eindeckungen von Short-Positionen gewesen. Und hilfreich ist vielleicht in diesem Kontext der kleine Verfall jetzt übermorgen am Mittwoch. Da könnten Schieflagen sein, die diejenigen, die zu stark Short stehen, noch unter Druck bringen. Aber dazu müssen die Märkte weiter steigen, dass diese Investoren auch wirklich unter Druck kommen, dass diese Short-Positionen immer tiefer unter Wasser liegen, sodass die dann eindecken müssen. Wenn das nicht passiert, dann dürfte dieser Verfall, der kleine Verfall am Freitag, nicht wirklich hier die Bullen stark unterstützen. Wir hatten ja diese Erleichterung gesehen. Man sagt sich, okay, Kriegsgefahr, unmittelbare Kriegsgefahr gebannt. Aber ich hatte gestern schon darauf hingewiesen, das russische Parlament will die ostukrainischen Separatisten anerkennen, was faktisch eine Anerkennung des eigenständig pro-russischen Donbass gleichkäme. Das kann der Westen nicht wollen, das will er auch nicht. Da hat die EU gestern sich schon deutlich gegen geäußert und Biden hatte dann gesagt, eine Attacke auf die Ukraine is still very much a possibility. Und er hat also so ein bisschen auch in Zweifel gestellt, dass die Russen ihre Truppen wirklich zurückziehen. Derzeit sieht es so aus, als würde das wirklich passieren. Also wir sehen, da ist jetzt eigentlich schon das nächste Konfliktfeld da, nämlich diese Anerkennung der Separatisten. Das wird das nächste große Thema dann in diesem Ukraine-Konflikt sein. Schauen wir uns jetzt aber mal an, was an den Märkten passiert ist. Hier sehen wir mal das Volumen im SPY, dem maßgeblichen ETF auf den S&P 500. 86 Millionen Kontrakte. Am Tag davor waren es 121 Millionen. Am Freitag, als richtig Action war und die Märkte oder S&P 500 2% gefallen war, haben wir 153 Millionen Kontrakte gesehen, auch davor 136. Der Anstieg davor, nämlich am 6.2. mit 90 Millionen, auch relativ schwach auf der Brust. Wir sehen also, dass die Anstiege unter
dünnem Volumen passieren und die Abverkäufe unter sehr großen Volumen passieren. Wichtige Erkenntnis, denn wir sehen jetzt hier, und das zeigt die ganze Chose genau, dass immer dann, wenn es nach oben geht, das Volumen immer dünner wird. Und wenn, das können Sie vielleicht hier sehen, in diesen, mit diesem blauen Strich hier unten, in diesem dunkelgrauen Balkenchart markiert, gestern auch wieder ein schwacher Volumentag. Man könnte doch sagen oder denken, wow, Erleichterung, Kriegsgefahr jetzt unmittelbar erstmal gebannt, dann könnte doch eine Riesenparty stattfinden. Aber nein, das ist nicht der Fall, weil wahrscheinlich ein paar Herrschaften wissen, dass diese Ukraine-Geschichte nicht das wichtigste Thema ist, sondern die Fed, die Inflation, das wichtigste Thema ist. Unten sehen wir den S&P 500. Wir sehen hier dieses Doppeltop. 4.000, knapp 600 Punkte, 4,590 im S&P 500, da muss er drüber, dann müsste er auch über die 50-Tages-Linie, immerhin haben wir es geschafft, die 200-Tages-Linie jetzt zu überwinden, aber 50-Tages-Linie bei knapp über 4.600 Punkten, das wäre für die Bullen sehr, sehr wichtig und kurzfristig kann da was nach oben kommen, gar keine Frage, aber übergeordnet, Fragezeichen, hier schauen wir mal auf den SPY, also wenn man so will, den S&P 500 und Junk Bonds hier anhand des JNK-ETFs. Hier sehen wir, dass es da nach unten geht, mithin also die Renditen, die Risikoprämien für Junk Bonds, also für hochriskante Unternehmensanleihen steigen. Jetzt habe ich eines gelernt im Laufe meiner 733-jährigen Geschichte an der Börse, nämlich dass wenn die Kreditmärkte, die Junkbond-Märkte ruhig sind und die Aktienmärkte scharf korrigieren, das ein gutes Zeichen ist, dass diese Korrektur der Aktienmärkte nicht sehr tief geht. Aber wenn die Junkbonds anzeigen, dass Stress im System ist, dann ist das auch für die Aktienmärkte ein Thema. Wir sehen also jetzt diese Divergenz, die Aktienmärkte gestern nach oben, die Junkbonds praktisch darauf nicht reagiert, da nimmt man das also nicht so ernst. Ist für mich ein aus Erfahrung wichtiger Hinweis. Jetzt schauen wir uns mal an die gestern schon von mir beschriebenen Cash-Levels der Profi-Investoren. Ist jetzt gestiegen auf 5,3%, sehen Sie hier mit diesem roten Kreis, ziemlich deutlicher Anstieg. Das heißt, die sind mehr in Cash gegangen, mithin haben sie also mehr Aktien verkauft, deswegen steigen ihre Cash-Bestände und dieselben Investoren sagen, das monetäre Risiko ist so hoch wie noch nie. Das heißt, sie wissen, dass natürlich diese Rallye, die seit dem Corona-Crash passiert ist, natürlich nur der Fed zu verdanken ist und der Liquidität durch die Fed und andere Notenbanken. Und jetzt ist das Risiko, dass diese Liquidität abgesaugt wird durch Zinsanhebungen, Bilanzreduzierung. Deswegen wird man deutlich vorsichtiger und tritt also auch auf die Bremse, weil man weiß, don't fight the Fed. Genau das hat ihnen auch durchaus Erfolg gebracht. Mehr als 50% der Equity Funds, also der, wie soll man sagen, Aktienfonds, gell, die haben besser performt als der Index. Und das passiert nicht allzu häufig, dass Fonds und Fondsmanager besser performen als der Index selbst. Und jetzt sehen wir aber auf der anderen Seite, dass die Retail-Investoren, also Privatinvestoren, gekauft haben, schon im Januar massiv gekauft haben, jetzt weiterhin im Februar kaufen und kaufen und kaufen, eben aus der Logik, na, hat doch letztes Mal auch funktioniert, buy sit dip, Aktien steigen immer, also wird es auch diesmal funktionieren, aber es ist leider ein Fehler, die Vergangenheit linear in die Zukunft fortzuschreiben, denn es hat sich etwas Grundlegendes geändert, wie gesagt, und das ist die Fed, das ist der Gegenwind, der jetzt plötzlich da ist, was vorher Rückenwind war, ist jetzt Gegenwind und wir sehen hier unten mal einen sogenannten Wyckoff Market Cycle, diese Distributionsphase oben, wo es mal rauf, mal runter geht, wo also dann die starken Hände an die schwachen Hände verkaufen. Und in diesem Stadium sind wir jetzt, was Rallyes nicht ausschließt, wie wir sie gestern gesehen haben, was aber sozusagen nichts an der übergeordneten Situation ändert. Hier sehen wir mal, dass der Durchschnittsaktie im S&P 500 155% gestiegen ist seit dem Corona-Crash-Tief am 23. März 2020. Jetzt vor allem Energieaktien besonders erfolgreich. Ja, und heute haben wir das FOMC-Protokoll und wir erinnern uns, die Märkte sind ein bisschen in Schwierigkeiten seit 5. Januar oder vielleicht sagen wir, seit Jerome Powell plötzlich umsteuerte, das war im November,
mit der Neunominierung durch Joe Biden hat er gesagt, Inflation transitory ist nicht mehr. Wir müssen die Inflation bekämpfen. Das wurde dann klar im FOMC-Protokoll vom 5. Januar, also das letzte FOMC-Protokoll. Heute werden wir um 20 Uhr das neue FOMC-Protokoll bekommen, also das der letzten Sitzung. Das wird eine spannende Geschichte. Damals die Aktienmärkte sehr scharf nach unten reagiert, Renditen nach oben gestiegen. Übrigens gestern ja auch die Renditen nicht gefallen, also da keine Situation, dass die US-Renditen jetzt nach unten gekommen wären. Und interessant ist, dass jetzt die Republikaner blockieren, dass Jerome Powell, Lael Brainard und drei andere, die von Biden jetzt neu in die Fed nominiert wurden, bestätigt werden vom Senats, vom Bankenkomitee des Senats. Warum? Die haben ganz große Probleme mit vor allem Reskin, eine Dame, die irgendwie den Republikanern sehr unlieb ist. Deswegen blockieren sie das ganze Prozedere, indem sie nicht erscheinen zu dieser Abstimmung. Es müssen aber mindestens zwei Abgeordnete der Minderheitspartei erscheinen, sonst ist das Gremium nicht abstimmungspflichtig. Das wiederum könnte bedeuten, dass sich diese Bestätigung von Jerome Powell als Fed-Chef, die ja überfällig ist, seit 5. Februar ist der Mann eigentlich arbeitslos, wenn man will, ist also nicht offiziell nominiert, ist durch eine Sonderregelung jetzt sozusagen kommissarisch im Amte. Aber wenn das hier weiter so geht, dann könnte es sein, dass wir sehr lange keinen offiziellen Fed-Chef haben, sondern nur einen kommissarisch agierenden Fed-Chef und eine Vize. Also das ist eine interessante Geschichte. Interessant auch, dass wir in China derzeit gegenläufige Prozesse sehen wie im Westen. Dort die Inflation zwar auch happig mit einem Anstieg der Producer Prices, also der Erzeugerpreise um 9,1%, war aber schlimmer erwartet mit 9,5%. Wobei auch zum Vormonat sind die Preise doch auch nicht unwesentlich gestiegen mit 0,9%. Erstaunlich auch übrigens, dass der Flugverkehr in China knapp über die Hälfte jetzt ist von vor dem Corona-Level, also da sieht man, da ist noch vieles nicht so, wie es vorher war. Und hier sehen wir mal die Headline Inflation, ein Vergleich zwischen den USA, der Eurozone und China. Während USA und Europa massiv nach oben gehen, geht China nach unten. Das wird vielleicht früher oder später, eher später, den Europäern und den Amerikanern in Sachen Inflationsbekämpfung helfen, weil dann von China ein weniger starker Inflationsimpuls ausgeht. Aber jetzt drückt ja Peking drückt die Notenbank schon wieder aufs Gaspedal, will stimulieren, also könnte dieser Effekt dann auch bald wieder verpuffen. Und interessante Aussagen von Madame Schnabel, La Isabelle Schnabel, die gestern gesagt hat, ja, also wir können die hohen Hauspreise nicht ignorieren, wenn wir über die Inflation sprechen, deswegen könnte es möglicherweise angebracht sein, vielleicht, wenn man mal ernsthaft darüber nachdenkt, dass wir unsere ultralaxe Geldpolitik etwas früher einstellen, durch früheres Beenden der Anleihekäufe, Ending Asset Purchases. Hier unten sehen wir mal, dass die gute Dame da recht hat. Seit wenigen Jahren haben sich die Hauspreise schlicht verdoppelt und mehr. Das ist natürlich auch ein Punkt, der bei dieser Teuerung eine Rolle spielt. Die Assetpreise sind ja schon lange massiv gestiegen. Also faktisch haben wir eine Assetpreisinflation seit Jahren. Jetzt ist nur diese Assetpreisinflation noch breiter geworden, indem wir jetzt auch eben in den Verbraucherpreisen, in den Konsumpreisen sozusagen jetzt diese Inflation haben. Und jetzt noch eine Aussage von Madame Schnabel. Es wird jetzt wahrscheinlicher, dass sich die Inflation um 2% stabilisieren wird. Aha, warum wird das wahrscheinlicher? Das ist zunächst mal eine Behauptung, die Madame Schnabel aufstellt. Und ich will Ihnen jetzt mal eine Grafik zeigen von JP Morgan, die zeigt, warum das sehr unwahrscheinlich ist, dass sich diese Inflation bei 2% einpendeln wird. Das liegt nämlich an den Energiepreisen. JP Morgan sagt hier, Europa importiert etwa genauso viel Öl, wie es in der Lage ist, selbst herzustellen aus Russland. Und das ist der große Unterschied zu den USA, nämlich die Energieunabhängigkeit. Hier sehen wir die Strompreise etwa Spanien, Frankreich und Deutschland, booms, massiv nach oben. Und die werden jetzt nicht wieder komplett nach unten sacken, die werden hoch bleiben. Damit wird sozusagen auch von dieser Seite natürlich inflationärer Druck weiter bestehen bleiben, der in den USA nicht so stark ist, zumindest auch für diesen Sektor. Jetzt abschließend, meine Damen und Herren, noch ein Hinweis auf einen Artikel: Risiko erheblicher Marktkorrekturen. Die Finanzaufsicht
nämlich die europäische, die warnt Privatanleger jetzt davor, zu aggressiv zu sein, Risiken reduzieren. Warum sie warnt, können Sie in diesem Artikel lesen. Sehr, sehr interessante, den ich Ihnen unter dem Video verlinke. Und jetzt wünsche ich das Allerbeste. Heute die US-Einzelhandelsumsätze. Interessant. Und dann 20 Uhr das FOMC-Protokoll. Dazu mehr heute dann noch im Marktgeflüster heute Abend. Ich sage Servus und ciao.